Thema Sektorenkopplung finde ich persönlich total. Thema Sektorenkopplung finde ich persönlich ein sehr, sehr spannendes Thema momentan. Gerade wenn man aus der Normung, Standardisierung kommt, dann wird ganz, ganz viel gesprochen über Energie und damit aber im Wesentlichen über Strom. Und wir sehen aktuell, wenn wir Sektorenkopplung ernst nehmen und schauen mal, was passiert in der Mobilität, was passiert in anderen Bereichen wie der Chemiebereich, in der Industrie. Die Veränderungen, die wir dort sehen, über die großen Megatrends eingeleitet, werden so signifikant große Veränderungen erzeugen, dass wir ganz schnell reagieren müssen mit Standardisierung und Normung. Und der Inhalt der Normung ist eigentlich eine genial gute Sache, weil das schafft Markt, das bewegt Dinge an der Stelle. Aber im Umkehrschluss müssen wir momentan viel, viel, viel mehr aufpassen und auch schneller werden, indem wir andere Dinge mitdenken, andere Sektoren. Wir müssen das koppeln und wir müssen uns im Geiste auch mal daran koppeln. Und das ist das, worauf es momentan ankommt, was mir auch total wichtig ist an der Stelle. Also der Innovation Campus ist hervorragend geeignet, um tatsächlich auch mal ein paar Meinungen auszutauschen. Gerade wenn neue Ideen dazukommen, dass man, ich sag mal, vielleicht aus einer alten Denke rauskommt. Wir haben heute Morgen gehört in einem Offset, der Mindset wäre wichtig. Wie schafft man Mindset? Nicht, wenn man zu Hause am Schreibtisch sitzt, sondern man muss mit Menschen reden, man muss Gedanken austauschen, man muss Ideen austauschen. Und da kommt es gar nicht darauf an, ob die Ideen gut oder schlecht, richtig oder falsch sind, sondern einfach eine neue Perspektive einnehmen. Ich höre etwas, ich denke drüber nach. Ich mache mir Gedanken, wo könnte die Reise hingehen. Und das ist eigentlich genau das, was Innovation am Ende des Tages ausmacht. Weil wenn es ganz klasse läuft, gehe ich mit genau der einen super genialen Idee nach Hause, gründe mein Unternehmen, werde reich und berühmt. Keine Ahnung. Aber Innovation ist tatsächlich neue Ideen bekommen. Und wenn es nur kleine Ideen sind, auch das bringt die Welt weiter. Also wir müssen uns treffen, wir müssen reden, wir müssen Gedanken austauschen. Und dafür ist ein Innovation Campus perfekt.